Aber die haben wir zwar gar nichts mit anfangen, sondern das sonst lernen muss. Hier die okay, ich bin wieder am Start. So, kling klong, ja, die Uhr. Kling klong. Wir haben ein paar Stahlpfeile auch in der Kiste, ne? Ja. Falls du mal mitnehmen möchtest. Ich habe noch 48 normale, das wird hoffentlich reichen danke für die Tour. Der Waliser. Oh, nimm die am besten jemand, der. Auch dir, Alter, vielen Dank. Das tut mir auch schon etwas weh. Bei mir im Stream ist kaum ein Fight. Das tut mir für die Waliser leid. Aber das Event läuft und ich bin froh. Und die Kinder sicher ebenso. Kleiner als 3. Das ist jetzt nicht so eine Kleinigkeit. Wow. Habt ihr gerade die Donation mitbekommen? Ja, ist ja gut. Ich bin sprachlos. Wow. Bei mir war gerade die Kinnlade unten. Jesus Christ. So viel Arbeit. Kennt ihr den? Vielleicht kann man den ja mal beglückwünschen dafür, dass der guten Spende ist. Ja. Mir fehlten gerade die Worte. Ich habe mir in der Tat damals mal gesagt, wenn du so Prominente, keine Ahnung, wenn. Nimm mal Johnny Depp, egal welchen, der hat gerade eine schlechte Zeit, aber egal welchen, ne? Da macht er eine Spendengala, so ein Hollywood-Profi, ne? Und dann habe ich mir immer jahrelang gedacht, von wegen, naja, das ist ja ganz schön, dass du eine Spendengala machst, aber eigentlich könntest du ja bei deinen Millionen ja auch theoretisch mal 500.000 reinkippen, irgendwie so, ne? Ja, und das war mal so mein Gedanke. Und dann habe ich das dritte Event veranstaltet und dachte mir so, ey, da steckt so viel Arbeit drin, warum soll ich dann auch Geld einwerfen? Irgendwie so. Aber das ist, boah, wenn so ein Hollywood-Profi was arrangiert, hat er wahrscheinlich seine Leute, die das machen, aber das weiß ich ja nicht halt, ne? Ja. Und nee, alles okay. So. Und trotzdem ist es eine Erwähnung wert. Wert, ja. Ich habe mir allerdings auch eine Spendenquittung geben lassen, logischerweise dafür. Das mit den Quittungen ist ganz praktisch. Ja, das stimmt. Sonst würde ich, glaube ich, auch nicht auf die Idee kommen, da 400 einzuwerfen. Portulak in Herbin. Ich lauf noch mal kurz schnell zurück. Ich habe gerade Kleber gefunden. Check. Ah ja, jedes Repair-Kit kann Leben retten. Ach, du Heiliger. Und ganz viel Essen und Medizin. Boah, hast du es gefunden auf einmal? Das eine war, wo habe ich das in, oh, das schon wieder vergessen. Es wäre viel cooler gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, Asrak. Du hättest den einfach nur Asrak sagen müssen. Wen hast du denn gelootet? Asrak. Das ist immer eine schöne Antwort. Zumindest bist du gar nicht, das finde ich gut. Also weil hier genau vor uns ist Geld. Genau vor uns. Ja. Die Putze von denen. Ist keiner zu Hause, glaube ich. Ich klopfe mal an. Ja. Gelb kommt aus Nordosten. Danke, Zombie auf Rädern. Wir haben einmal Pommes mit Schnitzel bestellt. Kein Hit. Oh, ich bin tot mit einem Schuss. Wie machen die das? Ich hatte Full Life. Mit einem beschissenen Schuss. Wie kann man denn damit so treffen? Weiß nicht, mit was er dich getroffen hat. Die Zombies hat mit Hit? Rädern, hat auf Hit? Rädern. Dankeschön. Ich bin sofort wieder auf dem Weg. Nice. Offen, ne? Sollen wir noch mal reingucken? Ja, komm. Zocki, kommst du mit? Ja. Jetzt. Alles in die Küche schmeißen, abhauen. Gerne, ja? Warte kurz. Also, crafte dir hinterher. Was. Dann crafte dir was sonst gerne. Oh. So, und zwei Klebeband, ne? Du hattest doch noch Klebeband gefragt. Ich muss ja mal raus. Wir sollen ja nicht in der Base da, ne? Klebeband ist immer gut. Kannst du dir einen Baseballschläger mit herstellen zum Beispiel, ne? Oben auf dem Dach vor 20 Eisen, Baseballschläger, Stufe 4. Wirst du wahrscheinlich herstellen können mit Pummelpiet. Also ich schätze mal, dass du es auf jeden Fall auf Stufe 3 hast. Und dann kannst du ja einen 4er Baseballschläger herstellen. Der macht sicherlich gut Schaden. Und da passen auch wieder mehr Mods rein. Aber wenn die hier Dach campen, würde ich ungern hier bleiben. Ja. Ja. Hast du recht. Geh mal weiter. Oh, ja. Lass uns ruhig mal Richtung Blau und Rot gehen. Lass uns hier ein bisschen ärgern gehen. Boah, 50 Eisen. Also geschmiedet. Oh, unten steht einer. Das haut mich echt so ein scheiß Zombie hier. Mucki rasiert gerade. Willst du mit der hingehen? Weil? Ja, ich muss gerade einen Painkiller einwerfen. Ich habe einen Hit abbekommen. Ja, blau, gelb kommt doch raus. Zwei sind draußen. Mhm.
Ich treffe halt mit dem Bogen einfach nicht. Hat Hit hier vorne? Macht den auch nur Angst, weil ich treffe auch nichts, aber zumindest hat ein Gefühl, es schießt jemand. Beide Hit. Beide Doch, dann gehe ich wohl mal ran, würde ich sagen. Ne? Ja, bitte. Ich muss Schnitzel da nicht. Schnitzel down. Ja. Zu lecken. Jesus. Aua, nicht mich hauen, bitte. Sorry. Ja, den habe ich, hab ich abbekommen. Der hat mich gut runtergeschossen. Ja, tut mir leid. Was? Son? Ups, da, ne? Da war mir noch jemand. Ja, wenn du mich triffst, kannst du nichts führen. Ja, ich hatte, nur noch 30 Leben. Da ist dann der eine. Ja, aber Knüppel ist. Messer ist wahrscheinlich wirklich scheiße für PvP. Ich habe da jetzt aber so viele Skillpunkte drin. Ich kann jetzt nicht umskillen. Ich verstehe nur nicht, warum Arn mir gestern Abend nicht gesagt hat, dass Messer scheiße ist. Irgendwie. Ich dachte, ich habe ja mit ihm drüber geredet. Vielleicht wollte Arn ein bisschen Spaß haben. Das gesagt. Ja, der hat wahrscheinlich gedacht, der kommt zum Einsatz und dann komm du mal mit deinem Messer entgegen. Ja, ich glaube, der hat schon damit gerechnet, dass noch jemand ausfällt und wollte dann. Was? Bitte was? Hier öfters, weil ich stirb, war doch mehr Donations, oder? War es nicht vorhin schon eine Jagd auf dich? Nee, war doch Jagd auf Schnitzel. Ich habe ihn jetzt eben einmal gekillt. Es gab mal eine Zeit, da gab es für jeden meiner Tode auch eine Spende mit 5 Euro und einen entsprechenden Text. Ich habe den heute gar nicht mitbekommen. Wir hatten einmal 25. Am Anfang war direkt einer. Ich wäre sonst mehr motiviert. Nee, das war, weil mich jemand gekillt hat. So, ja, das war aber, ja gut, das heißt, aber das waren 25, das wären dann für 5 Kills. Ah, okay, das war ich bin 10-mal gestorben. Ich bin 10-mal gestorben. Gerne, vielen Dank für euer Engagement. Lukulus, dann machen wir das natürlich auch. Kleiner als 3. Oh, blau auf der Straße Dank. Vor uns. Lukulus, danke schön. Blau. Ja. Die bauen sich gerade hoch. Klang das zumindest? 3 blaue. Wieso sind die denn da drin? War der. Die POIs waren schon wieder resettet? Nee. Waren wir nicht in der letzten Nacht noch da, beim letzten Abend? Was seid ihr, okay? Cut hit. Sehr gut. Noch 2 im POI, glaube ich. Da hinten kommen Gelber. Hinter dem POI taucht gleich ein Gelber auf. Gegenüberliegen? Nee. Vergiss es. Er nimmt den anderen Ausgang, so sieht's aus. 2 Leute. Ja, kann er machen. Da läuft ja aber auch ein Bär zwischen uns und denen dann. Mhm. Ich will den Bär nicht triggern, das ist das Baumblock, das ist das Problem. Weiß aus Nord, gelb aus Nord, Entschuldigung. Oh mein Gott. Erschrocken. Ja. Gelb ganz nah. Ich umlaufe das Gebäude. Blau will rechts Bär. Rausgehen. Bär. Blau ist rechts raus. Ja, Onkelchen ist das. Hat Hit. Warte, also noch. Onkel down. Halt du. Boing. Fuck. Und weg ist er. Also. Zwei. So. Ein paar Schritte zurück und Ausdauer auftanken. Ich hätte keine Ausdauer mehr, schade. Jo, an der Blutung gestorben, Gabe. Oh, wei. Danke. Jetzt habe ich gerade Puls. Schönes Gefühl, ne? Ja, 100 Münzen haben sie rausgeholt. Ich bin tot. Kann jemand meinen Rucksack löten? Da sind 100 Münzen drin. Bin dabei. Nimm nur die Münzen mit sonst. Oder nimm alles mit. Ich hab jetzt alles, ja. Okay, super. Danke. Ja, eben, TDK. Komm, einmal zurücklaufen. Da ist, glaube ich, gar ein Fall. Aber er kostet halt auch echt Ausdauer dann, ne? Oh. Oh nein! Echt jetzt? Das so viel? Wahnsinn, ey. Ich hab's überhaupt nicht mehr verfolgt. Man merkt nur, dass immer wieder Spenden reinkommen. Erstmal vielen Dank an Lambo zum Auffüllen auf die nächsten 5000. 15.000. Geld ist ihr seid alle bekloppt. Und das im positivsten Sinne. Mm-hmm.
Oh, ich komm gleich wieder. Ja, mach in Ruhe, weil, mach in Ruhe. Ganz in Ruhe. Danke, Deko. Ja, der Wälder liegt da nieder. Da zahle ich doch gerne wieder. Nein, kleiner als drei. Nächste Challenge. Ein Fünfer auf den Kopf von Aslak. Ein Fünfer auf den Kopf von Aslak? Wo ist Aslak? Wo ist Aslak? Hinterm Bären wahrscheinlich. Komm, wir gehen mal links vorbei. Nee, lass uns rechts rum. Wir müssen Aslak finden. Fünfer auf Aslak wurde gerade gesagt. Kommt, Kopfgeld. Ach, komm. Dankeschön. Ich mach gleich hier weiter, aber Dankeschön. Ist es so. Ich wurde vor zwei Tagen erst noch von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin gefragt, sag mal, mit was rechnest du denn? Und ich sagte dann, du, wir rechnen nie mit etwas. Ja, klar, weiß ich. Aber jetzt komm, sag mal ehrlich, mit was rechnest du denn? So, das war irgendwie so süß. So. Und sie hören live ein, weil dieser Elefant. Das ist. Also man mich gefragt hat, ich hätte es jetzt erstmal komplett gänzlich ausgeschlossen. So, insofern. Wir kreisen uns gerade ein. Vielen lieben Dank an euch alle. Aber wir werden gerade gekreist und dann muss ich raus. Okay. So, wer kreist hier? Hier wird nicht gekreist. Warum mal ein Headshot? Ja, das war ein Headshot, ne? Ja, aber es war ein Headshot. Hab ich auch überhaupt nicht kommen sehen. Nicht mal ein bisschen. Ich komme eben mit dazu. Ihr seid, ich sehe euch ja, aber... Wir haben gerade 2 gegen 4. Oh, warte mal, was habe ich da? Roten Fehler. Wo ist meine Brille? Krieg ich einen roten Fehler? Aufgrund der Situation 15.000, echt viel. Danke, danke alle, ja. So sieht's aus. Ja. Unglaublich. Alle haben es schwer und trotzdem sind sie auch bereit, für denen, denen es noch schlechter gibt, was zu geben. Das genau. Schon sehr, sehr. Da geht einem schon sehr das Herz auf, muss ich sagen. Ne? Das war ich hatte mich vorhin noch mit Aslak unterhalten auch und. Oh, war mal danke. Rot. Rot vor mir, ich Maus. Bin. Die sind hinter dem POI 2 oder sowas in der Rasenfläche. Ich komme von. Ich komme aus Westen. Ich weiß nicht genau, wo ihr seid. Wo seid ihr? Danke. Ich kreise gerade ein. Die Roten, die beiden? Den, ja. Die Roten. Wir haben gerade noch von Anonymous eine 200er Spende reingekriegt. Hit! Er hat einen Hit! Von China. Hit. Einer ist da. Danke, China-Tiger. 2 plus 2 plus 2 ist 3 mal kleiner als 3. Und 2 plus 2 plus 2 ergibt. So sagt Adam Riese. Nicht weniger als kleiner als 3 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 kleiner als 3. Boah, das war auch ein One-Hit. Alter, was haben die denn jetzt schon für Waffen? Ja, natürlich. Sie sagt, die haben gelootet und die haben halt vielleicht auch Sachen gecraftet. Aber dafür brauchst du halt ein paar Mats, Eisen und sowas. Du kannst hier problemlos einen 4er Baseballschläger herstellen. Was glaubst du, wie viel Schaden der macht? Guck mal, bringt den auch nichts. Wir haben rot ausgelöscht. Das war super. Ja, ja, klar. Eben, genau. Also ich mache mir gerne einen, wenn wir 50 geschmiedetes Eisen haben, weil das hatten wieso? Wir eben gerade zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ach ja, der eine Baseballschläger braucht. Wolf auf dir, vielen Dank. Ja. Du kannst hier jederzeit mit der Axt die Metallcontainer hier oder so kaputt machen. Du musst ja nicht unbedingt eine Mine anlegen, ne? Aber ja, Eisen. Ja. Aber ja, dann machen wir natürlich kein PvP in der Zeit. Das ist halt so ein Problem. Eigentlich macht PvP mehr Spaß. Muss ich sagen. Rot wieder, rot. Ich weiß nicht, ob der Eisen bringt. Das war jetzt einfach nur so dahingesagt. Bringt er. Nordosten? Aber eigentlich macht Schießen mehr Spaß. Wenn die anderen schon zu OP sind für uns und dann macht es auch keinen Spaß. Also wir müssen dann auch gucken, dass wir... Ne? Sind sie nicht. Wir haben doch auch gerade gewonnen. Alles gut. Nee, wir müssen halt... Danke. Bei mir war es auf jeden Fall ein Headshot. Wir müssen unbedingt um 18 Uhr in die POIs mal versuchen, da 1000 zu kriegen. Wer hat Aslak getötet? China, ich erkenne langsam mein System. Aber jetzt ist mal gut, ne? Oder? China, danke schön. Du könntest dich immer wieder 222 Euro spenden. Danke an die anonyme 200 Euro Spende. Danke an Thomas für die 5 Euro. Danke an Deko. Da liegt der Wälder nieder. Da zahle ich doch gerne wieder. ich muss weg. Ich werde angeschossen. Ich habe jetzt viermal daneben geschlagen. Ich muss, glaube ich, ein bisschen was erzählen. Die Reichweite der Knüppel ist der Hammer, ey. Oh, hier sind. Bin ich alleine hier? Ja, ich bin alleine mit den 2 Roten. Ich lauf mal lieber zurück. Danke, Deko. Das ging nun aber flott. Den Fünfer zahle ich gern. Natürlich auch noch. Na, wer mag der Nächste sein? Kleiner als 3. Deko, danke schön. Kasalin. Danke schön ebenfalls nochmal. Kaslin. So eine Aktion gerne. Kaslin. Wie sieht das aus? Dankeschön, Kaslin. Auf jeden Fall, vielen Dank.
Steht da eigentlich, ich habe es noch gar nicht beobachtet, das habe ich auch vergessen zu testen, steht da eigentlich nur Danke für deine Spende, wenn der Betrag nicht angezeigt wird, oder steht da 0 Euro? Das sollte nämlich nicht sein, irgendwie so. Kann ich jetzt mal sehen. Ich glaube, da stand jetzt nur Danke für deine Spende, ne? Statt Danke für 0 Euro, ne? Ja, ja. Okay. Aber so soll es sein. Ich wollte noch Pfeile machen, aber wir haben keine Federn mehr. Ich kann dir aber noch mal Pfeile geben. Leg dir die mal in die rechte Kiste nach unten. Ich habe nämlich so ein paar. Und da du besser... Oh, die habe ich gerade fallen lassen. Das war nicht der Sinn. Dann ist mein Vorschlag, wir versuchen mal... Aber haben wir noch Credits? Wir haben noch 100 Credits oben, ne? Wir haben auch noch 71 Eisenpfeile. Die nutze ich jetzt extra nicht. Nutzt ihr die vielleicht? Nee. Du bist doch gut mit Pfeilen. Du bist doch mit... Ich brauche die nicht zu verschießen. Ich treffe ja nicht. Du kannst aber ein paar mehr haben. Die habe ich in meine Tasche gecraftet. Super, okay. Dankeschön an den Chat. Karl-Heinz, nimmst du die anderen. Nee, aber wir können dann den Admin mal Bescheid sagen. 80. Vielleicht nachts dann? Kannst du auch jetzt machen. Liegen die 100 Credits in dieser Spezialkiste? Ja, in unserer Spezialkiste. Der Spendenboot spricht auch Gedichte. 7DTD ist eine tolle Geschichte. Zum 6. Mal. 6 ist 3. Da ist man immer gern dabei. Ich würde jetzt in den Nachbargebäuden mal eben alles weghauen, was irgendwie Eisen bringt. Und dann drücken die Eisenminen, in Anführungsstrichen, ne? Ja, stimmt. Ich rufe die gerade mal. Ne? Die packen das, die nehmen das aus der Kiste raus und packen es rein. Dann würde ich zweimal, dann würde ich 80 Federn bestellen. Ja. Nee, warte mal. Was kosten Federn? Ist jemand noch oben? Ich habe nur 20. Okay, 10, glaube ich. 10, glaube ich. 10, 40 kosten 10. Ja, 400 Federn. Parabel, vielen Dank. Das ist wieder eine Größe, wo einem das ein bisschen schwerer fällt, was zu sagen. Mama Bär kommt gleich. Ich bin schon da. Ist schon da. Wir hätten ganz gerne 400 Federn. Ja. Und ein weiches Kissen, bitte aufgeschlagen schon. Ich muss dich mal lauter machen, du bist kaum zu hören hier. Also ich höre dich, aber ich glaube der Rest nicht. Du warst vorhin lauter, aber passt schon so. Ja, ich muss auch gar nicht so laut sein. Ja, passt. Solange ihr mich versteht. Das ist unser letztes Geld. Nest abbauen gibt noch Federn. Ja, aber das steht in gar keinem Verhältnis zum Ertrag. Glaube ich, weiß nicht. Ich weiß. Aber Nester suchen ist hier ganz schwierig. Oh, Scharabelpablone. Rot bei uns an der Base. Scharabelpablone, danke für die 500 Euro. Der Spendenbot spricht auch Gedichte. 7 Days to Die ist eine tolle Geschichte. Zum 6. Mal. 6 ist kleiner. Nee, größer als 3. Das wäre immer wieder gerne bei. Dankeschön. Und die Kiste hat sich durch Magie geöffnet und wieder geschlossen. Warte mal. Das sind aber 300. Ja, sind 400. Okay, alles klar. Direkt vor mir, Nordosten. Also, erzählen kriegt dann noch rechts, hin. Links, Manch links, anderes links, hat links. Heute nicht funktioniert, aber das Nein, ich dachte, das wären zu viele gewesen. Ich bin dann ja ehrlich, wir hatten das vor 2 Jahren irgendwie einmal so. Da hat man sich wohl verrechnet. Und denen für 2000 Credits die Sachen gegeben und die haben halt nur 200 bezahlt. Kann mal passieren, aber hat von dem Team auch keiner was gesagt. Ich weiß nicht mehr, welches das war, aber... Drei rote. Dann gucke ich dir mal nach und bin ehrlich, wenn du uns 100 zu viel gibst, dann... Ja, schade. Bin ich mal weggekommen. Ja, check. Okay. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Jo, okay. Danke. Rot ist hier immer noch auf der Straße. Ja. Wir kämpfen schon gegen die. Ich lieg gerade im Text. Oh nein, ich hab dich getroffen, weil fuck. Hab ich Eisen gefunden und hab kein Dings dabei. Ja, du hast mich sehr hart erwischt. Ich hab nur noch 12 Leben. Entschuldige, du bist mit reingelaufen. Ja, oder? Gut, war doof abgesprochen von mir, ne? Alles gut, mein Fehler, hätte auch nicht schießen müssen. Achtung, hinter der Mauer. Ja, ich muss weg, sonst bin ich tot. Ich hab nur noch 12. Ein Hit, bin ich down. Warte mal. Ich versuche ihn nochmal zu messern. Weil ich habe so viel Ausdauer, ich kann ewig hinter den herlaufen. Sehr gut gemacht. Danke. Hast du vorbereitet? Danke euch für dieses Event. Ich gehe mal eben nach oben. Ja, ich habe vergessen, dass wir ja ein bisschen weiter rechts ziehen müssen. Ne? Wo ziehst du eigentlich hin? Also, auf die Entfernung? Wir müssen ein Stück weiter links oben, weil der Pfeil geht immer ein Stück rechts unten. Ich vergesse das zwischendurch immer wieder. Ist das immer noch so, ja? Ja, und ich wundere mich, warum ich manchmal nicht treffe. Das kriegen die Pimps auch nie raus, ne? Oder? Im Gebäude? Danke, Kasafir. Wir nehmen noch einen Zombie rum. Für die 15 von mir, 15. Für die Kinder, die haben es verdient, kleiner als 3. Jetzt wäre so Molly schön. Jetzt Minus. Boah, Headshot zu Asrak. Asrak, lass dir schmecken, mein Süßer.
Respekt. So, wir müssen wieder auf die Flint gucken. Pass auf hier, vielen Dank. Und wir haben keine Heilung mehr hier, ne? Ne, wir haben gar keine Heilung mehr. Linke Kiste, musst du mal gucken. In der ganz linken. Ich habe noch zwei Painkiller bei mir. Ah, nee, ich nehme mal einen. Also versucht, wie gesagt, ein bisschen weiter links hochzuziehen, wenn ihr gerade ziehen wollt. Ja, okay. Ein bisschen. Und übrigens auf Astrak war ein Kopfgeld ausgesetzt, weil, ne? Ach echt? Wie hoch? Ja, deswegen wollte ich ja unbedingt Astrak jagen. Einmal haben wir ihn jetzt. Also vollkommen unerheblich, wie hoch. Ich mach's auch ohne Kopfgeld. Warte mal, Sekunde. Oh, Gebäude ist blau, ist grün. Mhm. Oh, Well, ich hab was für dich. Was? Ja. Ja? Ja. Was denn? Oh, Pickaxe. Oh, Stahl. Shotgun? Okay. Let's go, Shotgun. Eine Kiste. Ich wollte mal kurz die Kollegen hier. Danke, Nebelhugo. Oh, Mucki rasiert. Lieber Mucki rasiert. 5 Euro für jeden deiner bisherigen Tode. POI 1. Aber vor allem für blau. Die gute Sache. Und rot? Nee, nur blau. Kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3. Nebelhugo. Dankeschön. 5. Oh, echt krass. Das ist schön. Da stirbt man noch gerne. Das war einmal eine Win-Win-Situation, weißt du? So. Einer ist minus, der hat gerade gelootet. Ich versuche mal hinzugehen. Meinst du die Bären-POI oder welchen POI? Ja, hier vorne. Frau Zockersucht, bist du? Ja, warte, ich bin da, ich bin da. Ja. Ich habe gerade. Wir sind gerade bei einem. Okay, super. Wir sind gerade bei den POIs wieder. Mhm. Hat Hit. Der blaue da hinten. Wir können pushen. So, um die Ecke. Erledigt. Nice, good job. Wow, ey, dass der den getroffen hat und nicht mich, ne? Ich stand genau neben ihm, ne? Ich wollte gerade drauf messern. Rot. Ich hab's nicht vor gesehen. Mir. Hat Hit. Zwei Leute rot vor mir. Astrak will seine Rache, hä? Fuck. Kriegt er sie. Oh shit, Entschuldigung. Ja, jetzt loote ich gerade. Ja, ich weiß. Ich hab keine Bandage, so eine Scheiße. Ich überlebt, lootet mich. Ich hatte einiges an Loot dabei. Von den Jungs. Weg. Schade. Keine Ausdauer mehr, ich bin hier alleine, das ist das Problem. Oh, oh nice, was Astrak, weil. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr gehabt. Trinken hing viel zu weit hinten im Gürtelplatz. Ich muss das unbedingt auf Slot 3 oder 4 ziehen. Ich habe sonst keine Chance zu trinken. Wir können direkt wieder zurückgehen, ne? Nee, ich habe nur einen gekillt. Das ist ja das Doofe. Ich hätte ganz gerne. Also zwei. Ja, aber trotzdem, zwei sind zwei zu wenig. Ich habe jetzt Ambitionen gerade. Ja, sehr gut. Dann wieder ran da. So, ich muss unbedingt das Wasser woanders hinpacken. So. Ich komme an die hinteren Inventarplätze nie ran, weißt du? Die sind dann zu weit weg. Außen hätten wir Frau Zocker. Rot ist auf Osten. Rot ist auf Osten. Ja. Zocki, kommst du mit? Wir brauchen dich. Ach, ich will mich schon wieder mal diesen Baseballschläger machen, aber ich glaube, wir haben gar kein Leder, ne? Weil jetzt hätten wir ja genug. Ja, ich komme. Okay. Ja, könnte dünn sein. Wenn du eine Couch schießt, auseinanderkloppen. Ansonsten, da ist ein attraktiver Bär in diesem POI. Wenn du den auslutscht, hast du genug Leder für ganz viele. gerade eben mal in Osten, Südosten. Ziemlich nah, rote. Ich komme. Ich bin ja auch noch nicht fertig mit Astrak hier. Ein Ausdauer, fuck. Warum nicht? Hinten läuft. Ich fahre weiß nicht blau, glaube ich. Ja, da ist ein roter. Zwei. Gecko kommt hier mit einem Stahlschläger hinter mir her. Ja, bin da. Hat Hit, ist down. Super, danke. Komm schnell. Ja, und auch down. Sehr gut. Yonakura, ich hab's. Noch einer, kommt vor zwei mir. Blaue. Vor mir. Zwei rote, einer mit Knüppel. Rechts hat Shotgun. Einmal ein Stück zurück. Wo ist denn der rechts? Oh. Onkel! Boah, die treffen halt auch. Boah, der hat einen Metallknüppel, ja, okay. Ja, Onkel hat einen Stahl. Einen brennenden Stahlknüppel. Onkel hat einen Stahlknüppel. Bin gleich wieder tot. Blau. Das sieht immer so lecker, ne? Da werden mehr auf dem Platz. Gut sind, gemacht. Guck mal, Ball, ey.
Könnt ihr meinen Rucksack leer machen? Ich habe ein bisschen was gesammelt von jemandem. Von. Ja, wo... Das ist schwierig. Doch, war okay, okay, wenn noch Terror ist, dann nicht. Ich sehe den nicht, den Rucksack. Nein. Okay, ich komme wieder. Ist doch hier irgendwo... Oh, rot vor mir. Ich bin... Habe ich noch Verstärkung hier oder mich alleine? Ich bin auf mich. Ich bin da, ich kann selber gehen, gerade. Oben blau. Komm zu dir. Astrak ist es. Es ist Astrak. Astrak hat Hit. Ja, ich hab auch Hit. Danke. Astrak will jetzt wissen. Für mich ist das heute Runde Dritter. Für die Kinder sind wir aber heute alle kleiner als drei. Astrak ist down, zwei blaue vor mir. Ich bin auch down. Lucky haut so hart zu, ey, Wahnsinn. Danke. Oh, ich hab den nicht getroffen mit dem Messer. Dreimal auf den Kopf angestochen. Und immer durch ihn durch. Onne, Gude. The Elder, danke schön nochmal. Für mich ist heute Runde 3. Für die Kinder sind wir da aber kleiner als 3. Das stimmt. Für Dino. Es tut mir leid für die Dino. Oh, Onne, alles gut? Was für ein Aim mit seinem. Ja, es geht, aber eben habe ich das Gefühl, Mucki war nicht mehr da, wo er für mich gestanden hat. Ich muss mir mal. Mucki haut super hart zu, ey. Ich meine, der. Was war denn das? Danke. Der Server wurde gehatcht. Kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3. Warte, nichts raus, hatte ich vorhin auch. Rote gegen Blau, zwei rote gegen mich. Danke. Tims, danke für die. Und wieder einmal. Vielen Dank für diese tolle Aktion. Nee, erstmal danke an Nebelogo. Dankeschön. Und Dankeschön an Tims für die 200 Euro. Ich bin mit Astrak hier noch nicht fertig. Hier oben, hier. Ja, über mir ist auch noch einer. Ich weiß. Zwei. Ich muss bei dir auch einer. Ja, Stahlknüppel, ne? Full life. Oh. Ein Hit. Ja, Stahlknüppel mit Mods. Der haut dich halt um. Der macht gleich 80, 90 Schaden irgendwie so. Hat Hit? Ein Hit und dann bist du tot mit dem Stahlknüppel. Danke, Mief. Ich unterstütze euch gern. Hä? Was war das schon wieder? Ich muss mal gucken, was die für Mods dann drin gehabt haben in der Aufzeichnung. Weil vielleicht müsste man die nächstes Mal doch ein bisschen nerven. Einer läuft rechts, einer läuft uns rechts. Komm ein bisschen zurück, wenn du kannst. Weil wir wollten versuchen, dass wir keine One-Hit-Sachen haben. Aber gucken. Also ich merke halt gerade extrem, dass ja, es am Anfang auch einfacher war zu killen. One-Hit-Headshot-Pfeil und tot. Also Arsak hat ja auch gerade Headshotet mit, also One-Shot mit Headshot? Ja, ich habe direkt einen Headshot bekommen. Auf der Straße. Ja. Aber ihr könnt mich nicht looten. Und da war ja noch jemand. Er hat zumindest mal wieder einen mitgenommen. Hat Hit, der Rote. Ist down, danke. Hinten ist noch einer. Der hat Hit. Down. Krass. Hier ist noch ein Roter unten. Oh. Hat auch Hit. Ja. Ist hier im Monagasse verschwunden. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Halt euch nicht zu weit, bitte. Nee. Komm wieder zurück hier. Hier ist ein langgelaufener Rote, den ich getroffen habe. Auf die, ins Gebäude. Der Rote ist wieder da, läuft Richtung Osten vor mir, nach links. Knüppel in der Hand, wenn das Mucki ist, aufpassen. Gecko-Mann hat auch einen Knüppel, der kann dich auch mit einem Hit umnutzen, ne? Ja, es ist krass, ne? Ja, Startmittel mit Mods halt, ne? Ja, ja, verstanden. Und, aber wie gesagt, den haben sie sich gekauft, ne? Der kostet dann auch 1000 Credits. Oder die haben ihn gelootet, das geht auch. Wir haben unheimlich einen hohen Loot-Stage, sag ich mal. Den hat der Mucki stark erhöht, damit man auch mal was Besseres finden kann. Oder auch mal lila Sachen oder so. Oder blau. 18 Uhr, komm, POIs, wir brauchen mal Loot. Wir müssen mal in die POIs jetzt. Wir brauchen echt Loot. Bei den ohne den Bären? Nee, der ist clear. Der ist kein Bär mehr drin. Ich mach mal auf.
bitte mal rein. Kommt, kommt ihr, seid ihr alle hier? Wir brauchen alle Leute an dem POI. Ich bin da. Komme, ich komme. Rot auf Südost. Rennen. Komm mit rein erstmal. Kannst du so ein bisschen aufpassen? Bin oh, hat jemand Woodframes, die er brotten kann? So 10 Stück oder so? Ich hab gar keine. Nein. Hier. Ah, doch, hier. Ich hab Frames, hier. Achso, okay. Ja. Also die haben teilweise alle von so mir, krasse Waffen, nee, dass es nicht nie alle droppen. Ja, ich brauche die bisher die ganze Zeit nicht. Okay, du passt ein bisschen auf. Ja, ja. Jetzt habe ich doch erstmal keinen Stein dabei. Ich habe auch keine Steine, das ist so. Zocki, könntest du Steine mitbringen, wenn du herkommst? Ja, mache ich. Danke. War gerade leider wieder ein One-Hit. One Dings. Also, ja, aber versuch zu uns zu kommen. Wir bräuchten dich am POI. Ja, ja. Ich habe leider keinen Stein. Bring ein paar Steine mit. Weil wir können hier gar nicht weiterarbeiten. Wir hängen im POI und können nicht weitermachen. Mhm. Guck mal, schnell habe ich irgendwo einen Stein. Ich kann einfach auf die Straße. Irgendwas, oder? Ich hab dummerweise auch keine, wir waren halt im Rucksack, die Steine. Ihr achtet drauf, ob hier jemand reinkommt. Ich kann es nämlich gerade nicht. Rot ist bei 3, schräg gegenüber. Oh, die Stahlpickaxe kostet so wahnsinnig viel Ausdauer, ne? Ja, das ist der einzige Nachteil irgendwie. Ja, ich habe da halt noch keine Skillpunkte reingesetzt. Irgendwie ist sie süß. Nimm die 6er Steinaxe wegen Ausdauer. Na, okay, versuche ich. Aber die macht auch nicht mehr Schaden, die 6er Steinaxe. Aber halt nichts machen mit meiner Axt, ne? Die Stahlpickaxe ist schon sehr geil. Danke. Schnitzel, Gameplay. Ich renne einmal zurück, weil ich hab die mein Beitrag Kredenz, darf auch nicht wieder fehlen, kleiner als 3. Oh, Schnitzel, danke schön. Und Mev, danke schön auch nochmal. So. Deine, kommen. Ja, Bärtchen, kommst du rein? Ich gehe gerade zurück, weil ich das erste wegbringen will, die ersten 100, damit wir die nicht irgendwie noch verlieren. Ich komme dann sofort wieder. Okay, kannst du da mithelfen hier oben? Bleib du mal lieber draußen. Wo hast du die Steine? Drop die mal hier bitte. Nicht alle, nur 2, 3, das reicht ja. Willst du mithelfen oder willst du unten bei Games for You? Ja, ich helfe dir. Zu zweit geht's schneller. So. Bärtchen, ist es zwar ein guter Gedanke, aber für 100 wäre ich nicht weggelaufen. Och, das geht ja gar nicht. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich habe immer noch nicht. Ja, weil was hast du nicht? Ich habe aus Versehen, was heißt aus Versehen? Ich habe leider meine Axt verloren. Bärtchen, du musst unbedingt herkommen. Wir müssen hier mindestens zu zweit draufhauen. Ich habe ja unter einen Stein. Okay, gut, dann bin ich nicht wenigstens der Alte. Ich habe meine Waffe hingegeben. Ich komme. Ich brauche dann aber irgendwie jetzt gar nicht noch Steine, damit ich noch operieren kann. Ich habe Steine, du musst unbedingt herkommen. Und bring Steinäxte mit. Ich hab leider kein Auto dabei. Obwohl ich sehe, bis du hier bist, habe ich die wahrscheinlich offen. Ja, dank der Stahlpickaxe, aber bin ich froh, dass ich die gelootet habe. Es ist nicht gut, wir müssen da schneller sein. Wir müssen viel besser in der Richtung arbeiten. Immer umschalten. Blau kommt, glaube ich, Leute. Ja, ich weiß nicht, ich höre hier Leute. Wenn die mich hier oben wegsnipern, ne? Treffer aber auch nichts, ey. Dann müsst ihr jetzt alle in den Kampf gehen irgendwie. Oh, hi. Wichtig ist, dass ich nach Hause komme. Na gut, dann bleib ich nur. Blau kommt komplett. Danke, Evex. Nice. Ey, hätte schon vielen Dank für dieses müssen tolle Event. Nee, es bringt nichts, die zu nehmen. Ich krieg keine Ausdauer zurück, wenn ich da drauf haue. Die Gedanken mit der Axt wechseln ist ein guter, aber während ich mit der Steinachs drauf haue, krieg ich keine Ausdauer. Hat Hit? Nice. Oh. Okay, waren das alle blaue? 3 Stück waren sie auf jeden Fall, die wir gerade weggeräumt haben. Good job, mein Lieber, good job. Habt ihr Loot? Hast du? Ja, komm. Okay, jetzt ist alles frei gerade, ja. Okay, Ausdauer habe ich auch. Ich bin nach Hause. Marsch. Okay, und dann können wir ja dann wieder los und wollt ihr nicht mal shoppen gehen dann jetzt irgendwie?
Oder sollen wir mal? Ich bin zufrieden, wir bräuchten halt nur ein paar Pfeile noch. Das wäre nett. Ja, dann kaufen wir Pfeile, und zwar Eisenpfeile. Steinpfeile verkaufen die eh nicht. Dann kommen soll Eisenpfeile. Soll ich mal ein bisschen Eisen schürfen, oder was? Oder brauchen wir das nicht so dringend? Steht hier einer vor unserer Base? Ja, ich hätte dich beinahe erschossen. Karl-Heinz, hallo? Mensch, du siehst so brutal aus, ne? Von ich hab doch einen Purple Bart. Sieht man mich doch. Aber wir müssen da, irgendwie müssen wir fixer werden. Wir können ja gleich noch versuchen, einen zweiten Bio-Eil zu looten. Komm, lass uns erstmal wieder zurück. Wir haben jetzt die blauen weggemacht. Habt ihr alles? Habt ihr alle Steinäxte? Oder Wärtchen? Wärtchen, komm, ich geb dir welche. So. Ja, wir treffen uns am Bio-Eil wieder. Komm. Genau, okay, machen wir das. Dann zurück, dann gehen wir mal hin. Vielleicht können wir einen zweiten looten. Ich glaub's ja nicht, aber... Was wollen wir machen? Schlafen legen tun wir uns ja eh nicht, ne? Nee. Tag 5 abends alle Eisenspitzen craften fürs Endgame. Ja. Wir haben ja noch, also das Eisen kannst du ja in die Schmiede verfeuern und dann kannst du ja einfach schon mal Eisenspitzen anwerfen. 25 Pfeile habe ich noch. Das reicht noch für 5, 6 Kills. So, wenn schmeißt, wird ein Stein raus. Wer ist denn hier? Ich hab auf der Straße gefunden, alles gut. Achso, warte hier, warte, ich droppe. Ich hab noch einen, alles gut. Kommt hier, bitte her, wir sind im POI schon drin. Oder seid ihr auch bei uns? Wir sind hier schon. Ich bin auf dem Weg. Ja, Endgame. Sehr gut. Okay. Warte, ich droppe dir mal in die Hälfte der Steine, Bärtchen, hier. Warte, hier. Da liegen sie. Hilft dir nicht auch was beim Nimm die Steine auf, komm. Nimm das, was da liegt. Wo? Hier, den da. Hilft der Crush nicht auch beim Bauen, beim Abbauen? Ich hab Kaffee. Braucht ihr Kaffee dafür? Hier. Hier auch. Oh ja, nimm mich, gerne. Hier, vor mir liegt er. Wegen der Steinpickaxe, weißt du? Wegen der Stahlpickaxe, dann nehme ich gerne den Kaffee, weil die. So, bei der Steinaxe brauchst du keinen Kaffee. Hier zwei gehen wieder raus. Benutzen. Oder sollen wir zum Dritt kloppen? Nö, zu zweit reicht dann. Bleib am Eingang, wie sollst du den Stein Crystal! Crystal, vielen lieben Dank. Doch, ja, vielen lieben Dank für die Welt. Danke. Ich dachte, ich hätte mich jetzt den falschen Kanal gemietet. Rot gemütet. Ist bei uns? Oh, ich wurde gehittet, fuck. Rot. Kann es total nicht verwenden, ich komme nicht high-end, fuck. Und Fitmox, vielen lieben Dank. Wurde eben auch erwähnt, ne? Hat jemand gesagt Fitmox, ne? Von euch, ne? Vielen lieben Dank, Fitmox. Und Evid. Oh, ja. Danke für die beiden. Nee, Fitmox hatten wir gerade noch nicht. Der ist gerade neu reingetrudelt. Hab ich gerade erst gesehen. Ich hab doch Fitmox gehört. Sind wir hier noch halbwegs safe oder? Nein, rot ist bei uns, einer hat Hit, close bei mir. Danke. Ist down. Nebelhubo. Gut, super. Die Tode. Bell, kommen schneller, als ich tippen kann. Nebelhubo. Aber gerne für das Event und die gute Sache. Kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Nebelhubo, ich bedanke mich vielmals, aber nur so viel spenden, wie du wirklich kannst, ne? Ich kann durchaus. Mit den Toten noch einen Gang zulegen. Okay. Muss man das aufpassen. Ne? Danke, Dom 1866. Der Schweizer Franken hat den Euro fest im Griff. Ich mach hier auf dem Konto mal klar, Chef. Und hau den doofen Euro raus. Es geht ja an ein gutes Hilfehaus. Das kann aber nicht sein. Dom. Oh, den töten wir, Digga. Dann sollten wir schon mal... Nee, ich hau jetzt nicht. Ich hab drei Leben. Ja. 14, siehst du mal. Wo ist denn Zocki? Bist du bei ihm? Ich bin oben und ja. Wo oben? Bei dir. Na, ach, du bist bei mir! Ach, Bärtchen, wo bist du denn? Ich bin draußen mit. Ach so, du bist ja hier. Ja, ich bin dachte, aber du bist doch. Ich will jetzt Bärtchen nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du bist viel besser an PvE als Bärtchen. Ich dachte, Bärtchen haut hier mit drauf. Das kann gut sein. PvP. Aber wir können auch gerne tauschen. Ich muss gerade kurz zurücklaufen. Zu viele Zombies? Ja. Ist auch. Ja. Okay, wir würden auch ganz gerne dazu. Pass auf, lass uns zu zweit laufen. Ich werfe einen Mega-Crush ein und ich habe jetzt Ausdauer. Hier kommen Zombies, ne? Gehen wir eben rein.
Doch, geht raus. Okay, und raus, komm, raus. Geht raus, ich habe jetzt nichts Großes in der Tasche, wenn mir was passiert, ist nicht so schlimm. Deck euren Rücken ein bisschen von der Straße aus, vom Dach aus. Ich laufe direkt auf der Straße, nicht, dass du versehentlich auf mich schießt. Ich laufe jetzt auf, geht's. Auf die Seite vom Haus, da rennt auch schon ein Zombie rum. Aber ich schaff's wohl. Ich bin da. Good job, good job. Ich habe einen Mega-Quash gefunden oder so. Den habe ich eingeworfen beim Laufen. Das ist totale Verschwendung. Aber dann bist du richtig schnell nett, ne? Ja. Dafür sind die schon gut. So, dann kommt mal ruhig alle rein. Wollen wir nochmal eine Shopping-Nacht einlegen? Oh, das ist auch Panzer, ist doch jetzt. Wie viel Eisen haben wir denn? Pfeilspitzen aus Eisen. Ich stelle mal welche her, ne? 352 Pfeilspitzen aus Eisen. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Ja, es geht gut. Uff. Steinpfeile haben wir hier auch noch. Die schnapp ich mir gerade mal. Ja. 250 Federn haben wir hier. So. Oh, darf ich mir so ein Bacon und Eggs nehmen? Doch, mal nochmal ausgespendet. Vielen lieben Dank. Nutzen. Wir wollen einmal die Kamera nach, man sieht, wie man selbst so in seinem Stuhl rumlümmelt die ganze Zeit. Fürchterlich. Wir haben aber noch 4 Klebeband. Du hast jetzt noch nicht genug Eisen gehabt, ne, für deinen Baseballschläger, oder? Doch, jetzt schon, danke. Aber Leder hat er. Grüße an die Asrak-Community. Schöne Aktion. Warlord, danke schön. Ich hab dich nicht verstanden, akustisch. Danke, Arti Hoppenstein. Leder. Beim nächsten so, Leder. Turm des Zeitzeichens ist es 23 Uhr, 16 Minuten und Mama, ich schieß dann mal runter. Sekunden. Geht mal bitte von den Raster runter, ich schieß euch in die Füße sonst. Da unten sind 6 Minuten. Entschuldige bitte. Natürlich. Ich hab keinen Bock, dass das Haus einstürzt, womöglich noch. Und ich hab jetzt auch keine Lust, da runter zu gehen. Das ist nachvollziehbar. Ich schieße jetzt aber nur die Steinpfeile, ne? Wenn da jemand Eisenpfeile hat, spar die ruhig für die Gegner. Gleich mal wieder sterben, ich habe mich eben infiziert. Das geht schnell, ne? Das Sterben meinst du oder das Infizieren? Nee, das Infizieren. Aber mir sind beides relativ schnell. Hawkeye hat Asrak eliminiert. Guter Mann. Für die leeren Dosen oder irgendeine Verwendung, oder darf ich die Scrap nur unter Eisen kriegen? Mit Dosen kannst du Öl machen, brauchen wir glaube ich nicht. Ja, dann scrap ich sie mal. Dann kriegen wir wieder so ein bisschen Eisen daraus. 200 Stück. Da sind zu viele Zombies da unten. Ich gehe mal schnell was zu trinken holen. Ja, ich trinke die irgendwie gar nicht. Weißt du was, ich muss doch eh noch mal sterben, weil meine Infektion wird sonst zu groß. Ich geh mal runter. Ja, aber dann nimm so viel mit, wie du kannst. Ja, ja klar. Wobei, der Tod zählt natürlich dann auch, ne? So gegen unser. Aber irgendwann stirbst. Mit der Infektion willst du ja eh nicht arbeiten. Was soll's, ne? Kannst du auch nicht wirklich, ne? Ja alles. Ach so, richtig. Nicht scrappen. Alles direkt in der Schmiede einschmelzen, schreibt CDK gerade. Hast du schon gescrappt? Ja, ne? Ja. Okay, aber nächstes Mal direkt einfach einschmelzen. Gut. Oh, bei Dosen war ich mir nicht sicher, ob die das auch mehr bringen, wenn die einschmelzen. Ich auch nicht, aber wahrscheinlich. Denke ich mir. Knochen. Komm mal raus hier. So, aber Murky Water haben wir noch gar nicht geholt, ne? Danke, nee. Sati 67. Engagement wird gerne was honoriert. Was man so jeden nennt. Existieren lassen. Warte, pass auf, kannst du wieder raufkommen? Hm? Pass mal auf, ich habe eine Aufgabe für dich. Nee, ehrlich jetzt. Kannst du mal eben diese Gläser hier nehmen und die mal draußen am Wasser nachfüllen. Und wenn du sterben solltest, dann nur dreckiges Wasser. Wir brauchen dreckiges Wasser, damit wir Kleber herstellen können. Ich wollte noch kurz das Eisen hier reinschmeißen. Ja. Aber wenn du eher leben willst, immer vielleicht schaffst du es ja auch zurück. Ja. Ich wünsche es. Ich kann einfach zum Rand laufen für Wasser. Ne? Ja, einfach zum Rand. Ja, einfach recht nach Richtung Kartenrand. Westen. Ja. Genau, einfach Richtung Westen. Ja. Aber da kann auch mal ein Wolf oder ein Zombie spawnen, ne? Ja. Seit
Arti Oppenstedt, vielen lieben Dank nochmal. Beim nächsten Ton des Zeitzeichens ist es 23 Uhr, 16 Minuten und 0 Sekunden. Bip! Okay, das ist schon ein bisschen her, das tut mir leid. Das stimmt jetzt gar nicht mehr. Engagement wird gerne honoriert. Danke, Seth. Irgendwo jetzt, ist garantiert. Jetzt opfert er Bärtchen für schnödes Wasser. Nein, das mache ich nicht. Für Klebstoff opfer ich. Bärtchen wollte sowieso nicht bei uns sein mehr, mit der Infektion, die er hat. Ach ja. Ich habe eine gewisse Opferbereitschaft für die Gruppe ausgedrückt, sagen wir es mal so. Ich lege in die rechte Kiste noch ein bisschen Munition für Shotgun. 7 Stück. Aber die müsst ihr auch mal wieder benutzen, aber ich treffe ihn wieder mit mir. Wo ist denn? Haben wir noch einen Kochtopf oder war hier schon jemand? In der Essenskiste war eine Kochtopf drin. Darf also ich Stahlpfeile nehmen? Ah, zwei, genau. Ja. Bitte was? Stahlpfeile? Kannst du. Ja, nimm. Okay. Ich kann keine Ahnung, oder mach das mit Frau Zockersucht aus, weil wenn die auch gut mit Pfeil und Bogen ist, ich bin's nicht. Ja, ich nehme die Hälfte. Ich brauche auch normale Pfeile. Wie gesagt, ich bin's nicht. Ich wäre blöd. Es wäre doof, wenn ich die nehmen würde. Oh, wir können aber ganz schön viel craften, ne? Ich mach das mal schnell. Wenn es okay ist, ja, die Pfeilspitzen sind dafür da. So, habt ihr alle eure Skillpunkte verbraten oder hat noch jemand welche? Kübel Wasser ist jetzt mittlere Kiste oben rechts. So, ich guck nochmal ins Skillpunkte. Achso, warte mal, nehm ich mal im Hand. Mittlere Kiste oben rechts, genau, da mache ich Klebstoff fertig. Karl-Heinz? Ja. Magst du vielleicht auch ein paar Pfeile machen? Das dauert uns ewig hier. Ja, klar. Ich geb dir die Ressourcen. Hier, ich leg sie dir hier hin. Mal grad 73 für mich. Mhm. Dauert uns irgendwie 8 Minuten oder so, wenn ich da alles mache. Ich will nochmal hier unten mal los an. Ach, Köchi, das ist doch kein Problem. Federn fehlen, ne? Warte mal, habe ich. Hatte ich mitgenommen. Habe ich dir nicht gegeben. Achso, ja, nee, okay. Habe ich auch nicht, genau. Waren in der Kiste 250 Federn und. Achso, wir hatten hier noch 250 Federn und hier sind auch nochmal 400 Federn irgendwo gewesen, ne? Ihr macht die Eisenpfeile dann, ne? Ach, warte, ja. Hier, könnt ihr die noch mitcraften? Ich habe hier nochmal 88 Pfeilspitzen aus Eisen liegen hier. Nimm die mal auf. Karl-Heinz hat gerade alles. So, ich will mal einen kurz gehen. Wo war denn das? Stand? Ich mag den Namen übrigens, Karl-Heinz. Ja, ne? Das passt super zu deiner Frisur und dem Bart auch. Also, finde ich so stelle ich mir einen Karl-Heinz vor. Siehst du? Genau deswegen. Da komme ich nicht mehr hin. Auf 7 komme ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, bisher ist ja auch gut. Bogenschießen. Sag mal, jetzt mal eine Frage an meinen Chat. Sollte ich Bogenschießen oder soll ich vielleicht doch Pummelpiet? Ja, du rockst momentan ja aber auch echt mit dem Knüppel, ne? Messer. Okay, also wie auch immer. Also, ideal, naja, ich habe nur ein Messer. Ich sehe es bei Beard, ich schieß an und ihr haut halt rein. Also ist instant tot, der Typ, ne? Das ist schon eine gute Kombination, ne? Ja, aber nee, shit, das hätte ich nicht machen sollen. Beweglichkeit hätte ich jetzt nicht reinskillen sollen. Das kostet mich 2. Auf Stufe 7 skillst du nicht. Scheiße, jetzt habe ich 2 Punkte. Ich müsste jetzt nochmal 3 Punkte. Ach, da habe ich einen Fehler gemacht. Das war ein Fehler. Nee, ich weiß, Pummelpin bringt nichts beim Messer, aber mittlerweile überlege ich, ob ich nicht wieder auf Knüppel umsteige. Aber ich glaube, das kann ich vergessen. Ach, das war ärgerlich, da hätte ich keine reinschreiben dürfen. Heilung bringt, glaube ich, auch nicht wirklich viel, weil du zu lange abhauen musst vor den Gegnern, damit die Heilung einsetzen kann. So oft wie wir auch sterben, was ja okay ist, sind wir halt wieder full life, ne? Schade, ich hätte wenigstens noch Bacon und Eggs, also kochen skillen können, einen Punkt. Und hätte man sich Bacon und Eggs, wir haben 42 Wildbret und 38 Eier. Ja, stimmt auch wieder. Ich schieb dir nichts. Also falls noch jemand einen Punkt übrig hat, kann er da ja gerne was machen, aber ich kann es gerade nicht mehr. Ich habe die dummerweise eben gerade... Ich bin tatsächlich auf Bogen gegangen auf Laufen und Schießen.
Ich habe Gemüseeintopf und Maisbrot schon gelesen, aber es bringt uns auch nicht viel, ne? Nimm die Keule. Bogen bin ich auf 4. Ja, ja. Nee, ich bräuchte 3. Ich bräuchte die 2 plus noch einen, um dann Messer nochmal 1 höher zu kriegen. Aber dann wäre besser gewesen. Ah, ja, gut, das ist ein Argument. Das wäre besser gewesen dann. Gehen wir dann gleich wieder los, Richtung POIs, und gucken, was da noch geht. Ja, ja, klar, und sonst versuchen wir, die Kills zu machen, ne? Ja, genau. Mhm. Spaß haben. Wir haben gesehen, dass nicht mehr so lange. Tankstelle neben uns noch einen Tresor unter den Tisch ließ, bringt das was hier in dem. Moment, da mal einen Blick reinzuwerfen. Mach auf. Also, ich muss mal wieder ein Steinchen holen, leider. Ich habe Scheine vergessen.